Los Angeles. Auf diese Nachricht haben alle Top Gun und Tom Cruise Fans seit mehr als 1,5 Jahren gewartet. Die Actionfilmreihe über den Kampfpiloten Maverick geht weiter. Nachdem der zweite Teil zum überraschenden Mega-Erfolg geworden war, gab Paramount nun grünes Licht für einen dritten Top Gun-Film. Lagen zwischen dem ersten Teil und der Fortsetzung Top Gun. Maverick, noch schlappe 36 Jahre, müssen sich die Fans dieses Mal offenbar nicht ganz so lange gedulden, bis die Reihe weitergeht. Viele rechneten bereits damit, dass der zweite wohl nicht der letzte Teil bleiben würde. So spielte Top Gun Maverick im Frühsommer 2022 extrem starke 1,5 Milliarden US-Dollar und 1,37 Milliarden Euro ein. Manch einer attestiere Tom Cruise, 61, danach gar, er habe das Kino nach der Corona-Krise gerettet. Nun berichtet das Portal Puck News, dass die Arbeiten an einem dritten Teil offiziell begonnen haben. Aaron Kruger, 51, Co-Autor des zweiten Teils, schreibe derzeit an einem Drehbuchentwurf. Wieder mit an Bord sollen selbstverständlich Tom Cruise, aber auch Miles Teller, 36, und Glenn Powell, 35, sowie die Produzenten Jerry Bruckheimer, 80, und David Ellison, 41, sein. Zudem ist es sehr wahrscheinlich, dass Joseph Kosinski, 49, erneut im Regiestuhl Platz nehmen wird. Tom Cruise Terminkalender ist für viele Jahre gefüllt. Aktuell steht Cruise noch für Mission Impossible 8 vor der Kamera. Doch bereits danach könnten die Dreharbeiten zum nächsten Top Gun Film beginnen. Etwas überraschend sind die Nachrichten über Top Gun 3 dann aber doch. Erst in dieser Woche hatte Cruise einen Vertrag mit Warner Bros. Unterschrieben. Doch nun ist der 61-Jährige erstmal mit zwei Paramount-Filmen beschäftigt. Bei Universal wird außerdem gemeinsam mit dem Schauspieler und der NASA an einem Weltall-Film gewerkelt. Bis zum ersten Tom Cruise Warner Bros. Film, über den bislang noch rein gar nicht bekannt ist, wird es also noch einige Jahre dauern.